Viele der 17 Millionen Singles in Deutschland sind auf Partnersuche. Und die funktioniert heutzutage bequem von der Couch aus. Ob Flirt oder große Liebe, für jeden Wunsch gibt es das richtige Dating-Portal. Nee, zu dick, nee, zu dünn, keine schwarzen Haare, zu kurz die Haare. Woran erkennen Sie Singles in der U-Bahn? Genau, an dieser Bewegung, die nächste oder der nächste. Heutzutage datet man natürlich auch, ja, im Netz. Über 2500 Dating-Seiten sind in Deutschland unsurfbar. Warum beschäftigen wir uns damit? Normalerweise schreiben Sie uns ja. In einem Fall hat uns aber ein Täter geschrieben. Nennen wir ihn mal Philipp. Er chattet im Netz mit Männern, getarnt als Frau. Und natürlich blechen die Männer und sind am Ende genauso Single wie vorher. Eine üble Masche, die da auf manchen Webseiten so abgeht. Wir haben sie uns genau angesehen und sagen Ihnen, wie Sie sich davor schützen können. In Nordrhein-Westfalen treffe ich den ehemaligen Chatmoderator Philipp. Als er den Job annimmt, ahnt er nichts Böses, hat sogar Spaß daran. Flirten, chatten, Geld verdienen. Das klang für ihn nach einer super Gelegenheit. Aber mit der Zeit bekommt er Zweifel und Gewissensbisse. Er kündigt. Zu seinem Schutz wollen wir ihn unkenntlich machen. Denn ihm drohen hohe Vertragsstrafen. Er ist nämlich bereit auszupacken. Über Interna. Sie waren mal tätig für die Webseite youflirt.de, richtig? Genau. Was haben die denn gesagt, was sie machen müssen? Es wurde nur gesagt, dass man mit Kunden zu tun hat, dass man mit denen nur schreiben soll. Aber es könnte auch passieren, dass es leicht erotische Züge bekommen wird und wie man sich verhalten soll. Ganz kurz, Sie sollten aber als Frau dort auftreten. Natürlich, ja. Sie sind ein Mann. War Ihnen da klar, ich muss eine Rolle spielen? Ja, wenn man weiterdenkt, ja. Gab es da noch ein Bewerbungsverfahren? Irgendwelche Einstellungskriterien oder so? Die Einstellungskriterien waren, dass man gut schreiben kann. Man bekam eine Kontaktperson zugewiesen. Die hat nachgefragt, ob man Chat-Erfahrungen hatte oder Moderatorenerfahrung. Aber Moderatorenerfahrung ist ein großer Begriff. Da kann man nicht erahnen, dass man eine andere Person spielen muss. Und sich nicht als Frau ausgeben. Genau, das sind zwei Welten. Wie viele der Männer, die auf der Plattform sind, als Kunden wissen, dass Sie möglicherweise ein Mann sind und gar keine Frau? Ich bin ganz ehrlich, von 20 Unterhaltungen waren vielleicht ein bis zwei dabei, die gemerkt haben, dass was nicht stimmt. Wir reden jetzt nicht davon, dass mich jemand gefragt hat, ob ich ein Chatmoderator bin. Das kam sehr selten vor. Da steht sogar in den AGB, dass es möglich ist, dass du mit einem Moderator schreibst. Dieser Hinweis existiert, aber weit unten und leicht zu übersehen. Dort heißt es: Wir setzen zur Unterhaltung der Nutzer professionelle Animateure und Operatoren ein, die im System nicht gesondert gekennzeichnet werden. Mit diesen Operatoren sind keine realen Treffen möglich. Im Chat sammeln Moderatoren Informationen über den Kunden und hinterlegen diese als interne Notiz. So weiß der nächste Chat-Operator, mit wem er es zu tun hat und was zuletzt kommuniziert wurde. Für den Kunden entsteht der Anschein, er schreibe mit ein und derselben Person. Wussten Sie überhaupt, was die Männer auf der Gegenseite zahlen müssen für diesen Service? Nein, das hat man erst danach herausgefunden. Als man auf die Seite gegangen ist und geguckt hat, was da so passiert, das fing bei 70 Cent bis 1 Euro pro Nachricht an. Bezahlt wird mit sogenannten Coins. Eine übliche Methode, um bei Usern den Bezug zu echten Euro zu verschleiern. Aufladen kann man über diverse Online-Bezahlsysteme. Je mehr man kauft, desto günstiger wird es. Wie bewerten Sie dieses Portal und das, was da mit den Männern gemacht wird? Sagen wir mal so, als Mann ist man getrieben von Lust und Einsamkeit. Von vielen Sachen ist man getrieben im Leben. Anfangs habe ich gedacht, die sind froh, in dieser Illusion zu leben. Hauptsache, Aufmerksamkeit zu bekommen, egal von wem. Das bedeutet, durch diese Geschäftsmasche, deren Teil Sie waren, sind Leute nicht nur in den seelischen, sondern in den finanziellen Ruin getrieben worden. Haben Sie es mal mitbekommen? Mehrmals. Ich habe es selbst gelesen, da wurde auf nichts Rücksicht genommen, auf gar nichts. Vor allem nicht auf die vielen einsamen Seelen, die ja da eigentlich auf der Plattform sind,
um mindestens ein Gespräch, einen Partner oder mehr zu suchen. Und die alle nicht ahnen, dass hinter diesen ganzen Profilen nur Fakes, teilweise sogar Männer stecken. Für unsere Recherchen überlässt Philipp uns seine Schulungsunterlagen für Chatmoderatoren. Ab jetzt nehmen wir YouFlirt genau unter die Lupe. Auf der Startseite lockt die Webseite mit diversen Versprechungen, die große Liebe zu finden. Hinweise, dass es nie zu einem Treffen kommen wird, gibt es nicht. Jeder muss glauben, hier handelt es sich um ein gewöhnliches Datingportal. Also ich habe meine Traumfrau gefunden. Und zu dem Zeitpunkt, als ich sie gefunden habe, ja, da war das Flirten und Kennenlernen im Netz noch nicht so in. Ja? Heutzutage ist es anders. Und eine Seite, die youflirt.de heißt, Leonie, ist ja ein eindeutiges Versprechen. Schau, mit dem Herzchen. Mhm. Ach, wie schön. Und für immer zusammen. Genau. Es geht um das Romantische. Ja? Also Menschen, die suchen. Genau, die Single sind und die einfach einen Partner haben möchten. Liebeshungrige sind auf dieser Seite goldrichtig. Das vermittelt zumindest der Werbetext der Website. Hier heißt es beispielsweise: Da unsere Community zu einer der größten gehört, können wir dir versprechen, dass wir auch für dich den richtigen Partner haben. Mit unserem Matching-Algorithmus, was ist denn das? Kannst du deinen Partner finden und deine Begierden befriedigen. Das klingt jetzt nicht mehr nach Flirten, muss ich ehrlich sagen. Egal, wonach du suchst, du kannst hier deine Partnerin oder deinen Partner finden und gemeinsam Spaß haben. Warte nicht länger und profitiere von unserer kostenlosen Anmeldung. Nichts im Leben ist kostenlos, auch dieser Service nicht. Zumindest nicht ab der dritten Nachricht. Die Betreiber der Seite YouFlirt, die Firma Grandview App Community GmbH, rekrutiert die Chatmoderatoren über eine Schweizer Agentur. Für die war unser Informant Philipp tätig. Laut seiner Aussage ist es ein leichtes, mit Chats sein Geld zu verdienen. Aber wie er genau dabei vorgehen musste, das zeigen die Schulungsunterlagen der Agentur. Alles ist genau festgelegt. Das ist ein, wie soll ich mal sagen, interner Leitfaden für die Menschen, die dort arbeiten. Und du hast den dir ganz genau angesehen. Erzähl mal bitte. Also das allererste, was mir aufgefallen ist, es geht hier um keine Partnervermittlung und es ist auch keine Partnerbörse. Das steht schon mal ganz klar drin. Das heißt, intern wird so kommuniziert. Es ist unsere Aufgabe, mit den Kunden zu chatten, damit sie den Spaß und die Unterhaltung haben. Unsere Chats sind keine Partnervermittlungen oder Partnerbörsendienste. Genau. Was wir anbieten ist, hier steht's, anregendes Kopfkino. Ein eindeutiger Widerspruch zu den Aussagen auf der Flirt-Webseite. Purer Profit statt erfolgreiche Liebesvermittlung. Und das ist was ganz anderes. Was steht denn da noch drin in dem internen Leitfaden? Je mehr Nachrichten ich schreibe, desto mehr Geld verdiene ich. Als Moderator. Es geht wirklich nur ums Schreiben, denn ein Treffen wird es nie geben. Das steht hier auch drin. Nur um das mal klar zu machen, da sitzen Leute in dieser Webseite, sage ich immer so schön, die werden dafür bezahlt, den Kunden am Chatten zu halten. Genau, das steht auch hier. Hier wird beschrieben, wann die besten Zeiten sind, wann die meisten Leute online sind und immer wieder, umso mehr Geld kann man damit verdienen, umso mehr man schreibt. Möglichst effektiv und schnell Umsatz generieren. 70 Zeichen Minimum pro Nachricht sind die Vorgabe. Viele und vor allem offene Fragen stellen, damit der Kunde immer wieder antwortet. Unser Informant gibt mir einen Einblick, wie lukrativ der Job ist. Was haben Sie denn verdient? 10 Cent pro Nachricht. Pro abgeschickte Nachricht 10 Cent. Und wie viel schafft man von dem pro Tag? Wenn man gut ist, sehr viele. Pro Stunde habe ich an sehr guten Tagen bis zu 20 Euro verdient. Das ist von einem selbst abhängig. Wenn man gewillt ist, mehr zu verdienen, ist man super schnell. Für mich galt nur die Antwort zählt, die abgesendeten Nachrichten. Das geht schnell in die Hunderte. Viele haben sich beschwert, ich kann dir nicht mehr schreiben, habe schon 300 bis 400 Euro diesen Monat ausgegeben. Wir müssen mal kurz Pause machen, aber ich lade nächste Woche wieder auf. Nochmal, der Kunde zahlt pro Nachricht bis zu 1 Euro. Die internen Unternehmensrichtlinien legen fest, wie die Moderatoren sich im Fall der Enttarnung zu verhalten haben.
Ja, ich bin als Operator tätig, also sozusagen zugeben, was man da macht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dich nicht mag. Ich denke, hier hat sich doch irgendwas zwischen uns entwickelt, oder? Ha, ist das lustig. Aber alles im Prinzip Strategien, um den zahlenden Kunden so lange wie möglich, ja, kann man jetzt sagen, an der Stange zu halten. Wie bemerkt ein Kunde, ob es sich um einen Chat-Moderator handelt? Und wie viele echte Accounts sind tatsächlich auf der Plattform? Und jetzt geht es darum, dass du dich in die Rolle eines suchenden jungen Mannes bitte begibst. Ja? Such dir einen schicken Namen aus, log dich da ein. Wichtig ist mir natürlich auch, versuch mal rauszubekommen, mit wem du denn da chattest. Also frag doch mal, wenn du das Gefühl hast, bist du ein Moderator? Wirst du dafür bezahlt, mir hier was vorzugaukeln? Okay, also in diese Welt kannst du jetzt absteigen. Zum Glück muss ich das nicht mehr machen. Viel Erfolg dabei. Die Anmeldung ist unkompliziert und wie versprochen kostenlos. Ebenso die ersten zwei Nachrichten. Dann ist bereits Schluss. Ab jetzt kostet jede Nachricht.